verraten, versperrt, verdrängte mich aus. Auf Diener umspäht heut Abend ihr Haus und wagt zur Megäre ein einz'ger den Blick, so fragt, wer er wäre und bricht ihm's Genick. Don Marco trieb alle, recht wachsam zu sein. Dann stürmt ihn die Galle bergauf und talein. Er fluchte nun trabend hinein in die Luft und passte am Abend noch selbst auf den Schuft. Mit Hast spioniert das Dienervolk stumm. Don Marco begieret die Türen ringsum, wie schleichend und sinnig im Dämmern erwallt, gebieten recht innig sechs Fäuste im Halt. Wer sind sie nach Regel? Klingt dies zum Gezerr? Ihr Lümmel, ihr Flegel, ich bin euer Herr. Und wie ihn am Toben die Diener erkannt, spricht Clara von oben: Das ist ja charmant, die Eifersucht hordet schon Söldner heran. Der Argwohn ermordet, was Liebe gewann. Drum hab ich vernünftig den Leichtsinn bereut. Nun quälen sie künftig sich selber gescheut. Nichts halfen, so nette, von Grab und von Grab. Da riss er vom Brette die Flinte herab. Er jagte mit Rasen zum Walde hinaus und schoss einen Hasen zum lärmenden Schmaus.